herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Die Textilbranche verursacht laut WWF jährlich 1,7 Milliarden Tonnen CO2 und trägt somit signifikant zu den Treibhausgasemissionen bei. Anders ist es in der Modeschule in Hallein. Dort stehen Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer an erster Stelle. Wollen wir wirklich so weitermachen? Laut einer Studie von Global 2000 verursacht jeder Österreicher je nach Lebensweise zwischen 4 und 20 Tonnen CO2 pro Jahr. Wie wir uns fortbewegen, was wir essen, was und wie viel wir kaufen und in welchen Häusern wir leben, das alles beeinflusst den Kohlendioxidausstoß und somit auch unser Klima. Lisa Fischinger und Doris Lindner von der Modeschule Hallein wollen das ihren jungen Schülerinnen bewusst machen. Besonders die Schüler sind da wirklich Feuer und Flamme für das Thema, besonders im Hairstyling-Bereich. Also die fordern das wirklich ein, was sagen. Die naturkosmetischen Produkte, kann man da einen Lippenbalsam herstellen, der nicht gewisse Farbstoffe beinhaltet oder wie auch immer. Also da kommt vor viel von der Seite auch. Die kommen her und sagen, uns stört das Plastikbesteck im Buffet und so weiter. Also die werden aufmerksam und fordern da konkrete Handlungsmaßnahmen. Und da wollen wir sie natürlich unterstützen dabei. Und das ist auch gut so, denn pro Jahr verursachen wir Menschen weltweit mehr als 2 Milliarden Tonnen Müll. Wenn wir nicht umdenken, wiegt im Jahr 2050 das Plastik in den Weltmeeren mehr als die darin lebenden Fische. Derzeit kommt es einem so vor, als würde man vom Einkaufen mehr Plastikverpackung mitnehmen als Lebensmittel. Und ich finde, wir müssen da auf jeden Fall was tun. Und ich finde es auch gut, dass unsere Schule da mal anpackt und mal ein bisschen damit anfängt. Weil unsere Welt ist einfach wichtig und wir leben alle darin und es ist unser Lebensraum. Also sollte man auch schauen, dass dieser schön bleibt. Hier in der Modeschule Hallein spielt bei einem Projekt auch das Trinkwasser und dessen Konsum eine wichtige und nachhaltige Rolle, so Francesca Moser, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Also die zweiten Klassen starten ein Projekt zur eben Nachhaltigkeit. Also wir haben zum Beispiel das Thema Trinkwasser und machen Studien, wie viel Trinkwasser die Schule, also die Schülerinnen und Schüler und die Lehrer Trinkwasser trinken. Und machen dann auch so ein kleines Projekt, dass wir beim Buffet einfach so eine Art Pimp My Water aufstellen, wo man dann einfach Kräuter nochmal reintun kann und dann danach schauen wir nochmal, ob das was geholfen hat, dass vielleicht mehr Leute mehr Wasser trinken. Bewusstseinsbildung passiert in der Schule auf mehreren Ebenen. Unter anderem auch mit Hilfe der Salzburger AG, die Projekte zu den Themen Energie, Abwasser und Müllvermeidung in den ersten beiden Jahrgängen anbietet. Es geht ums Energiesparen, also das Energieprojekt. Und was die Verbraucher sind und wie man Energie einsparen kann. Und schlussendlich macht man nur eine Präsentation drüber. Zum Beispiel in die Klassenräume, dass der Computer nicht so lang läuft oder dass am helllichten Tag da das Licht nicht rennt. Oder auch in die Praxisräume, dass da Föhn nicht unnötig rennt. Oder auch wegen dem Wasserhahn, dass man nicht so viel Wasser verbraucht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass jedem Schüler mal bewusst wird, dass man Energie so schnell verbrauchen kann und man eigentlich in so vielen Dingen sparen kann. Und das passiert nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Meiner Mama ist zum Beispiel ganz wichtig wegen der Mülltrennung, dass Glas in den Glascontainer, Papier in den Papiercontainer und Plastik in den Plastikcontainer kommt. Es ist ein großes Projekt, das hier in der Modeschule Hallein durchgezogen wird. Diese Themen betreffen nicht nur einen Zeitgeist, sondern auch Themen, die die Salzburger AG täglich bewegen. Ja, man sieht schon, es ist eine recht neue Schule mit sehr, sehr guter Haustechnik. Und von daher ist es keine Frage des Schulzweiges, was mich sehr freut. Modeschule denkt man vielleicht nicht so energieaffin. Nein, es ist eine Frage der Personen, der Schulleitung, der Professoren, wie die dahinterstehen. Und jede Schule kann sich optimieren und es wird auch da so sein, dass wir Einsparpotenziale finden, die sich für die Schule rechnen. Lassen Sie uns gemeinsam an die Zukunft denken und vor allem auch handeln. Interessierte Schulen können sich bei der Salzburger AG melden. Wir bieten Projekte für Unterstufen und Oberstufen an. Zusätzliche Informationen zur Modeschule Hallein finden Sie auf unserer Website. Immer wieder passiert es, dass der Energieverbrauch während des Jahres steigt und steigt. Das merkt man erst am Ende des Jahres bei der Rechnung. Hier kann Ihr Energieberater helfen. Also es war so, dass wir die Rechnung, die Jahresabrechnung gekriegt haben im Februar.
und wie fast der Schlag getroffen hat, weil es einfach wirklich so hoch war und ich mir dann gedacht habe, wo dieser Mehrverbrauch herkommt und ich das dann eigentlich meinem Mann in die Schuhe geschoben habe, weil wir ein neues Aquarium gekriegt haben vor 2 Jahren und das ist 1,60 Meter lang, hat 2 Pumpen, hat eine Beleuchtung, die ein ganzes Jahr läuft, hat natürlich auch eine Heizung, die ein ganzes Jahr läuft und ich dann gesagt habe, das ist sicher das Aquarium. Und er mir dann gesagt hat, nein, das ist sicher dein Pool im Garten, weil du hast auch eine Pumpe und die läuft genauso, das braucht genauso viel. Und es ist dann eigentlich in einer Challenge ausgeartet, die ich gewinnen wollte, indem ich sage, mein Pool ist billiger. Und deshalb habe ich bei der Salzburger AG angerufen und es ist ein Energieberater zu uns ins Haus gekommen und hat vor Ort die Energieberatung gemacht. Den Ausgang der Challenge, den darf ich etwas später verraten. Ich möchte Ihnen heute aber auch weitere Gefahren oder Chancen für einen Mehrverbrauch, für einen unnötigen Mehrverbrauch zeigen. Eine der Möglichkeiten sind Fenster und Türen, undichte Fenster und Türen. Hier kann sehr viel Wärme entweichen, was nicht sein muss. Was kann man tun? Fenster abdichten, hier gibt es von der Salzburger AG eine Aktion, die den Kunden dabei hilft finanziell, oder im Fenster und Türen, wenn es ist, auch tauschen. Und das Licht ist eine weitere Möglichkeit, Strom zu sparen oder unnötig Strom zu brauchen. Glühlampen sind wirklich nicht mehr der Stand der Dinge, sondern LED. Sie sollten überall im Haushalt eingesetzt werden. Außerdem sollte man Licht nur dann verwenden, wenn man es braucht, also nicht dauerbeleuchtete Gänge, wo sich keiner bewegt. Neben dem Licht gibt es auch sogenannte Bereitschaftsverluste von Fernsehern, von Computern, von Druckern und Faxen. Hier kann man sehr viel Energie verschwenden oder eben durch die Verwendung einer einfachen Steckerleiste mit Schalter sehr viel Energie sparen. Zurück in der Küche gibt es natürlich noch reichlich Möglichkeit, Energie zu sparen. Die Haushaltsgeräte, sei es ein E-Herd oder auch ein Kühlschrank. Hier gibt es die Möglichkeit, wenn die Geräte sehr alt sind, dass sie Energiefresser werden. Unsere Empfehlung, kurz messen, was der Stromverbrauch ist und dann ist oft das Ergebnis tauschen. Denn neue, hocheffiziente Geräte kommen locker mit einem Drittel der Energie aus. Also bei der Energieberatung ist dann rausgekommen, dass man natürlich auf einige Sachen achten kann. Wir haben im Haus schon sämtliche Glühlampen auf LED-Lampen getauscht. Ich habe zum Beispiel einen ganz alten Gefrierschrank gehabt, den habe ich schon ausgetauscht auf ein neues Gerät, auf ein energieeffizientes. Ich habe mir hochwertiges Geschirr gekauft. Ja, eigentlich solche Sachen. Und ich habe jetzt geschaut, dass wir diese ganzen Standby-Sachen, die wir im Haus wirklich gehabt haben, von Drucker bis Fernseher, also dass wir wirklich Steckerleisten kaufen. Kommen wir jetzt zurück zur Auflösung unserer Challenge Aquarium und Pool. In diesem Falle hier, in diesem Haus, ist das Aquarium der größere Energieverbraucher. Warum? Ein Aquarium hat natürlich Heizung, Licht und auch eine Pumpe, die alle Strom benötigen. Es ist aber auch eine Frage der Größe des Aquariums bzw. der Größe des Pools. Also es heißt nicht immer, das Aquarium verliert, aber hier war das Aquarium klar der höhere Energieverbraucher. Und es hat meinen Mann sehr geärgert und es hat mich sehr gefreut, dass ich das letzte Wort gehabt habe und die Challenge gewonnen habe. Für weitere Fragen steht Ihnen die Energieberatung der Salzburger AG sehr gerne zur Verfügung. Jetzt kommen wir zu echten World Changern. Mehr als 90% unserer Kleidung stammt aus Asien. Die Bekleidungsindustrie produziert mehr Treibhausgase als alle internationalen Flugzeuge und Schiffe gemeinsam. Außerdem verschmutzt die Bekleidungsindustrie Trinkwasser und Flüsse. Wie es auch anders geht, das zeigt ein Salzburger Unternehmen. Für den früheren Polizisten Robert Lahner war und ist Kleidung ein absolutes Statement. Was du trägst, das bist du auch. Mit der Marke Erdbeer setzt er seit 2013 auf ökologisch nachhaltige Mode. Wir wollten immer ein Symbol schaffen, um auch das, an was man glaubt, nach außen zu tragen. Und so haben wir Erdbeer gegründet, der Bär, der sich für die Erde einsetzt. Und nebenzu finden wir bei uns auch noch Accessoires, Sonnenbrillen aus Holz, Uhren, Trinkflaschen aus Glas, alles was halt so in diese nachhaltige Schiene passt und cool dazu passt, was man so im Alltag benutzen kann. Die Mode wird in Salzburg designt und nach europäischen Standards in Portugal und Griechenland produziert. Somit spart man massiv CO2 ein. Um den restlichen CO2-Anteil auszugleichen, werden Umweltprojekte wie Wasserkraft und Aufforstungen in Südamerika gefördert. Wir haben immer sehr stark versucht, dass man sich vorstellt, wie schaut was aus, wenn es fertig ist. Und dann haben wir uns in sehr jungen Jahren schon so die Gedanken gemacht, wie kann die Entwicklung der Welt weitergehen, wenn es fertig ist. Und wenn es fertig ist und so weiterläuft,
sind wir uns sicher alle einig, wird es nicht so positiv enden für unsere Kinder oder auch selbst jetzt für uns. Und deshalb ist es für uns einfach eine Grundvoraussetzung, dass Produkte ein Kreislaufdenken haben müssen, dass es die Ressourcen schont, dass es wiederverwertbar ist, um einfach die Welt positiv zu gestalten und auch in Zukunft diesen einen Planeten, den wir jetzt haben, zu schützen. Und so ist es naheliegend, dass Mode teilweise aus Holz gefertigt wird. Dieser Holzstoff wird direkt um die Ecke in Oberösterreich produziert. Holz hat die Eigenschaft, sehr weich zu sein, wenn man einen Stoff daraus macht. Außerdem hat Holz kühlende Eigenschaften. Das ist jetzt so eine Bluse aus Holz, wie man sieht, gefällt sehr schön und ist auch unglaublich weich, also wenn man es angreift. Und man kann sich echt wirklich schwer vorstellen, dass man aus Holz Kleidung machen kann. Es ist allerdings möglich. Die Marke Erdbeer unterscheidet sich von anderen Öko-Labels darin, dass der Street-Style im Vordergrund steht. Außerdem wird speziell die junge Zielgruppe angesprochen. Erdbeer sieht sich aber auch als World Changer. Weil wir einfach überzeugt sind, dass vor 5 Jahren mancher World Changer sein wollte, heute sind es viele, in 5 Jahren wird es jeder sein, weil es ist am Ende des Tages einfach sehr gut anfühlt, wenn man was gemacht hat, was positiv ist. Vertrieben wird die Marke bereits in 8 Ländern. Außerdem ist man in Sachen nachhaltiger Firmenbekleidung aktiv, für Unternehmen, die ihr Bekenntnis zur Nachhaltigkeit auch nach außen tragen wollen. Einen interessanten Blogbeitrag zur Firma Erdbeer finden Sie auch auf unserer Website. Das war World Changer, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Ab jetzt alle 14 Tage neu.